So, moin. Willkommen zu einem neuen Tutorial. Und heute will ich euch zeigen, wie ihr so ein Rocket Dock installiert und wo ihr den herbekommt. Ja, fangen wir am besten gleich mal an. Als erstes gehen wir ins Internet und geben oben in die Adressenzeile www.rocketdock.com/download ein. Diese Adresse hier. Die wird auch jetzt hier eingeblendet sein und in der Videobeschreibung stehen. Wenn wir das haben, sind wir auf dieser Seite hier und klicken einfach auf Download Rocket Dock. Dann klicken wir einfach auf Datei speichern. Das mache ich jetzt nicht, weil ich habe das ja schon. Und gehen aus dem Internet raus und dann ist das hier. Also das haben wir ja runtergeladen. Da klicken wir dann doppelt drauf, klicken auf Ausführen, die Sprache Deutsch, Weiter. Ich akzeptiere die Vereinbarung, Weiter. Suchen uns einen Ordner aus, ich nehme jetzt den, ich lasse den einfach. Klicken wieder auf Weiter. Desktop-Symbol erstellen, will ich auch haben. Und danach Weiter. Installieren. Dann auf Fertigstellen und dann erscheint auf dem Desktop so ein Icon. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, da klicken wir dann doppelt drauf und schon haben wir sowas hier. Also ist das jetzt hier so. Das mache ich jetzt hier mal kurz weg. Ich habe jetzt hier zwei, also das hier haben wir jetzt gerade heruntergeladen. Das hier ist ein anderes. Ja, das zeige ich euch auch gleich, wo ihr das herbekommt. Ich schiebe das jetzt erstmal nach rechts. Ah ja, wenn ihr auf Bildschirmrand und dann unten, dann ist er hier unten oder oben, je nachdem. Aber ich habe jetzt hier das oben. Also tue ich das nach unten. Dann habt ihr ja das. Arbeitsplatz. Netzwerkumgebung. Ist dieser Ordner. Eigene Musik. Eigene Bilder. Systemsteuerung. Ist dieser Ordner. Ah, jetzt steht das hier. Ja. Das brauche ich nicht. Wenn ihr irgendwelche Sachen nicht braucht, dann klickt ihr die an, haltet die Maustaste gedrückt und zieht das einfach auf diesen Desktop und dann ist es weg. Hier könnt ihr in die Einstellungen gehen, zum Beispiel mit Windows starten, die Sprache, ich nehme jetzt mal Deutsch, wenn das hier irgendwo ist, German, Deutsch, irgendwo, ist auch egal, da, Deutsch, so, könnt ihr hier ein bisschen umstellen. Zoom-Qualität, die Deckkraft, das hier vielleicht, so oder so oder so oder überhaupt keinen. Ich finde den hier ganz in Ordnung. So, ja, so. Aber das ist natürlich alles euch überlassen. Ich nehme jetzt wieder die Standarddinger. Okay. Oh. Also wieder hier. Bildschirmrand unten. Und ja. Das brauche ich auch nicht. Wie ihr seht, das ist cool. Ihr könnt jetzt verschiedene Sachen hier einfach noch reinziehen. Ich nehme jetzt mal Internet. Zieht ihr einfach hier dieses Symbol hier rein. Und da ist es. Ist eine coole Erleichterung, also man muss nicht immer hier Start und dann die Programme suchen. Und ist auf alle Fälle schöner wie so eine Schnellstartleiste. Kann ich nur empfehlen. Ja. Kommen wir nun zu unserem nächsten. Zu unserem anderen Rocket Dock, falls euch der hier besser gefällt. Weiß ja nicht, ist eure Sache. Hier habe ich jetzt natürlich schon mehr Programme drin. Dazu geht er wieder ins Internet. Geht diesmal aber auf die Seite softwaresüddeutsche.de
/ie/31114/DAMEK, so ein Tiefstrich, Ultra Blue. Ja, der Link ist auch eingeblendet hier und steht ebenfalls in der Videobeschreibung. Dann downloadet ihr das. Ich mache das jetzt einfach mal. Download. Dann kostenloser Download. 5 Sekunden. Ah ja, ihr müsst dann runter scrollen. Und click here to download it. Draufklicken. Dann kommt ihr weiter. Dann kommt wieder eine neue Seite und dann get it now. Klickt ihr auch drauf. Dann fragt ihr euch Datei speichern. Okay. Dann speichert er das. Wenn ihr das habt, könnt ihr das schließen. Aus dem Internet rausgehen. Ja, dann ist das hier auf dem Desktop. Dieser Ordner. Ihr braucht dazu WinRAR. Das werdet ihr wahrscheinlich schon kennen. Die meisten haben es auch. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr das herbekommt, schreibt mir das als Videokommentar oder als PN oder wie auch immer. Ja, dann klicken wir hier drauf. Also mit Rechtsklick. Gehen auf hier entpacken. Und haben dann hier so eine Datei wieder. Sieht genauso aus wie da, heißt nur anders. Ja, da klicken wir doppelt drauf. Das ist natürlich alles auf Englisch hier leider. Das andere war auch auf Deutsch. Klicken dann auf Next. I agree. Next. Suchen hier einen Ordner. Next. Und jetzt ist hier ganz wichtig, nicht die Siedebar zu installieren. Und auch nicht die Toolbar. Weil die braucht keiner und die stört nur. Wirklich nur diesen Dock. Und dann auf Next. Und dann können wir noch Namen aussuchen. Und dann auf Next. Und dann Channel. Ja, so, jetzt haben wir's. Komische, komplizierte Scheiße hier, aber ist egal. Dann haben wir das. Wenn wir jetzt hier draufklicken, dann kommen wir hier in dieses Ding. Und ja, können jetzt hier bei Design dieses Ultra-Ding auswählen. Darstellung ist auch dieses DAMEK, wie man das auch immer ausspricht. Ja, und dann sieht das so aus danach. Ist jetzt nicht schön, ihr könnt natürlich hier oben. Ist das jetzt, also es ist ein ganzes Thema, sage ich jetzt mal. Also ein ganzes Thema. Das gefällt mir nicht, deswegen habe ich das einfach weggemacht. Indem ihr auf den Desktop geht, wo nichts ist. Rechtsklick, Eigenschaften. Design. Und dann nehmt ihr euch ein anderes. Ich nehme jetzt mal dieses Zoom. Übernehmen. Okay. Das ändert sich hier alles, nur euer Rocket Dock, das bleibt. Ja. Das mit dem Rein- und Rausziehen hier geht genauso. Einfach rausziehen, dann verschwindet das. Reinziehen ist genauso. Hier rein. Und drinne ist es. Ja. Bitte abonnieren, kommentieren und bewerten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.